Ja, das kennt man. Fast so, als wenn man zum Sonntag Gassi fahren tut. Schön gemütlich, die Raketen blühen. Die Minen liegen vor sich her. Die Nachbrenner brutzeln. Ja. Irgendwo ein rauchendes Polizeiauto-Wrack, das einen anhalten wollte. Kennt ihr nicht? Okay, also passiert das nur, wenn ich in Urlaub fahre. Gut zu wissen. Na Jungs, was denn? Heute kein Nachbrenner? Habt ihr es heute nicht eilig, von mir wegzukommen? Muss ich jetzt beleidigt sein? Lalalalala. Ja, da behauptet mal einer, hier kann man nicht mit Taktik fahren. Also wenn man die fiesen Cheat-S-Tricks drauf hat, dann fährt sich das traumhaft. Lalalalala. Waren da nicht ein paar Typen vorhin noch vor mir? Ich frage mich, wo die abgeblieben sind. Seltsam. Naja, werde ich wohl geträumt haben. Muss so sein, weil sonst wären die ja noch immer vor mir. Ja. Ganz eindeutig. Lalalala. Nachbrenner. Ich liebe den Nachbrenner. Der macht immer so schön die Würstchen groß. So macht das doch Laune. Keiner weit und breit in Sicht, der einen nerven will. Die Minen lassen die auch schön in Ruhe. Halten wir am besten noch irgendwo an und bauen uns eine schöne Sandburg. Das wäre doch schön, oder? Lalalalala. Aber ich glaube, ich könnte bald mal wieder einen Kaffee vertragen. Ich penne jetzt sonst noch am Steuer an. Ja, so spannend ist das Spiel. Der Spieler pennt am Steuer ein. So und nicht anders. So. Oh, das sieht doch mal ganz gut aus. Erst 5 Rennen und schon fast alles beisammen. Mensch, das geht ja ruckzuck hier. Da könnte ich ja mal ein paar Mal absichtlich verlieren. Andererseits. Muss nicht sein. Dafür macht das Kind so viel Laune. Vor allem das Fiese. Aber du willst mich hier doch verarschen, oder? Kann ich mir schon sagen, der Orange fährt gar nicht mal so doof. Das ist mein guter Gegner. Der gefällt mir, der Typ. Oh, wir sehen, er wehrt sich. Das ist mal eine gute KI. Der feuert nicht einfach alles ab, was er hat. Der wartet, bis man vor ihm ist. Jetzt habe ich dich aber, Freundchen. Ja. Hast du nicht kommen sehen? Naja, wahrscheinlich schon. Aber was sollte er großartig machen? Er musste da ja lang. Weil er noch Milch einkaufen wollte. Ja. Und Eier. Was ja schon klar ist, denn was macht man sonst um diese Uhrzeit mitten in der Wüste? Naja, gut. Kühe melden. Advent, Advent, dein Arsch, der brennt. Und deiner auch. Und du auch gleich. Warte mal. Ja. Hohohoho.
Freundchen, du gefällst mir. Das ist mal eine gute Herausforderung. Und ich dachte schon, es wird langweilig. Ja. Das sagt mir zu. Aha. Alle Raketen verbraten, aber egal. Eine hat getroffen und er qualmt. Jetzt kann ich wieder mein doofes Adventlied anstimmen. Advent, Advent, dein Arsch, der brennt. Ich aber auch gleich. Aber ich find's nett, dass sie mich in die richtige Richtung geschoben hatten. Passiert einem nicht oft. Meine Güte. Wir müssen das Öl hier jettiger haben. Soll ich mich eigentlich mal mit einem Kanister einen Lappen hinstellen und das Zeug aufwischen? Eieieiei. Jetzt komm aber. Ja. Die Minen waren nun mal wieder sinnlos. Ja. Die machen sich aber ganz gut da hinten fertig. Ja. Wenn zwei sich streiten, stirbt der Dritte. Aus dem Grund fahre ich lieber immer von alleine. Folgen Sie dieser Rakete! Welcher denn? Aha. Hey, noch zwei Rennen. Dann habe ich die Kohle bei... Kohle. Ja, Kohle, du mich auch. Punkte. Ich sammle Punkte. Ich bin Prepaid-Sparer. Ich sammle Flugmeilen. Genau. Das und nicht anders. Ein Schweinchen fängt an, hier Minen zu legen, mir Fallen zu stellen. Das ist doch bestimmt auf deinem Mist gewachsen. Du hast jetzt also auch so ein Töff-Töff. Na, holla die Waldfee. Das kann ja noch lustig mit euch werden. Naja, solange ich auf meine Punkte komme, soll es mir egal sein, was ihr euch alles einbaut. Ich bin immer gespannt, ob Jane so Man heute wieder ein paar Folgen Horrorhaus hochlädt. Nightmare House 2 heißt das, wenn ich es doch richtig weiß, dieser Half-Life 2 Mod. Dieses Gruselding. Ich liebe es, wenn er sich gruselt. Da blüht einem das Herz auf. Also wenn ihr mal wirklich was Lustiges zum Gruseln sehen möchtet, empfehle ich euch das. Chainsaw Man. Einfach angucken, Spaß haben. Ja. Das macht Laune. Ja. Einfach nur bäh. So, jetzt habe ich es euch gegeben. Hä? Habt ihr nicht gesagt, dass ich einfach nur bäh sage? Reich mir mal eine Tasse Kaffee rüber. Mit wem rede ich eigentlich? Ach ja, genau, mit meinen eingebildeten Freunden. Ja, Herr Rosa Kaninchen sitzt da in der Ecke rum. Mit Dumbo, dem kleinen Elefanten. Ja, sowas passiert, wenn man die ganze Nacht nicht pennt. Oder zumindest versucht zu pennen. Also momentan ist es irgendwie, ja, da wacht man morgens irgendwie den unmöglichsten Lagen auf. Nein, ich sage nicht Position, weil man mir das wieder irgendwie falsch in den Mund legen wird. Wobei, ich habe es gerade gesagt. Oh Gott, das wird böse enden. Wie schön, kann ich mit Minen schießen? Muss ich mal austesten. Ich liebe sowas.
Also wirklich meine Empfehlung, holt euch das Game. Es macht saumäßig Bock. Also damit kann man wirklich stundenlang seine Zeit vertrödeln. Hey, jawohl. Gute Sache, ja. Wow, aber der Kram kommt mir wieder zu nahe. Naja, jetzt ist er ja weg. Jetzt kommt mir der Orange zu nah. Das will mir nicht gefallen. Jetzt kommt mir Lila zu nah. Das will mir auch nicht gefallen. Kann ich aber nichts gegen tun. Typisch. Boah, war das jetzt knapp. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Heilige Fresse. Boah. Wenn ich den Nachtbrenner nicht gehabt hätte. Roadkill Caddy. Ach stimmt, den Namen habe ich ja noch gar nicht vorgelesen, oder? Die Namen sind ja uninteressant. Hey, erst 3 noch 5 Rennen, wo ich mich austoben kann. Das mag ich. Das gefällt mir. Wieder 1A viel Geld. Das wird ein Traum von einem Autochen geben. Ich freue mich drauf. Hui! Sprung! Ich mag Sprünge. Sie sind so luftig, locker leicht. Ich knuff dich. Ich flüchte. Komm nicht auf doofe Ideen. Tu mir nicht weh, ich hab innere Organe. Ich knuff dich. Du hast aber auch keine Skrupel, oder? Was war denn das jetzt? Stampede oder was? Da geht jetzt aber die Luzi ab hier. Ich sollte öfters hinten bleiben. Das macht Laune. Ich meine, ich habe meine Punkte beisammen, also mir soll es recht sein. Und so holt man seine eigenen Raketen ein. Jetzt zeigen sie wirklich, was sie drauf haben.